Also wir wollen jetzt mal gerade noch mal die Karte durchgehen, abändern auf neue Mahlzeiten, gerade was die Hauptspeisen jetzt anbelangt, ein paar Veränderungen zu machen. Die Karte ist jetzt schon recht lange auf dem Markt und ich möchte wieder so langsam auf das Niveau vom Angebot von 2019 jetzt zurückgehen, wo wir mal die schönen großen, auch wenn sie teuer sind, Sachen jetzt wieder drauf haben, die für viel Abwechslung wieder für die Trucker dann sorgen. Eine neue Speisekarte muss etwas zu essen anbieten, was man nicht auf jedem Autohof hat. Und das ist ja, was wir immer schon gemacht haben. Wir versuchen uns abzuheben. Die Trucker sollen sehen, dass wir uns Gedanken um sie machen und auch wirklich immer wieder was raus. Ich möchte euch immer wieder so aufheben, zu sagen: Hier, guck mal, wir sitzen für euch da, wir überlegen, was esst ihr nicht an dem anderen Autohof. Vieles an der Speisekarte sollte mal geändert werden, damit die Trucker auch was Neues haben und nicht immer das Gleiche. Also die Rinderroulade bleibt? Nein. Nein? Nein. Eigentlich kannst du davon alles wegmachen. Die Ansprüche sind unterschiedlich. Henning und Dilan wollen raffinierte Gerichte. Pascal hat vor allem die Küchenorganisation und den Kochaufwand im Blick. Frikadellen kommen weg, Carbonara kommt weg. Aber wir müssen ja auch gucken, wie einfacher wir das kochen. Ne? Alleine hier mit den ganzen Sachen, wenn wir da 150 Essen am Abend schicken oder so. Und jedes Mal dann diese 2, 3 Portionen Spätzle und dann Apfelrotkohl, da hast du direkt schon wieder 2 Pfannen. Dann den Sauerkraut, Kartoffelpüree, da hast du direkt schon 4 Pfannen. Die Meinung von Pascal ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist ein junger Spund, der noch richtig Power hat und eine absolute Menge Motivation hat. Die Karte wird jetzt nicht weg sein und auf einmal ist alles scheiße oder so. Deswegen müsst ihr erstmal zuhören. Ich höre. So, pass auf, wir hatten jetzt zum Beispiel statt dem Rinderhüftsteak hatten wir Rindermedaillons. Wir schneiden einen Fahrt daraus Medaillons. Sind schneller fertig vom Braten her. Dann hatten wir Penne mit Trockentomatenpesto und Rucola und Parmesan. Und den Grillteller hatten wir mit Reis. Grillteller. Gut. Der besteht dann einfach so wie früher. Einfach mit Schwein, Hähnchen. Genau, also ich würde die Portion schon recht groß machen wollen, weil das soll dann eigentlich der Sattmacher wieder werden. Bei Portionen würde ich auf keinen Fall klein machen. Auf keinen Fall. Weil unsere Kunden sind wirklich damit zufrieden. Und dadurch kommen die auch sehr, sehr gerne zu uns. Mhm. Die Lieblingsgerichte der Trucker sollen jetzt wieder ihren Platz auf der neuen Speisekarte finden. Zu einem guten Preis. Dann machen wir noch einmal kurz die Zusammenstellung von der Größe. Wir müssen noch ein bisschen uns jetzt echt abwiegen auch. Noch mal schauen, wie groß soll der Grillteller werden. Weil wir müssen auch aufpassen, wir können jetzt nicht für 20 Euro einen Grillteller verkaufen. Ja, richtig. Der Grillteller ist beliebt. Doch für Henning ist er nur rentabel, wenn der Kosteneinsatz nicht zu hoch ist. Andererseits darf die Fleischportion auch nicht mickrig ausfallen. Also ab zum Probekochen. Dann wiegen wir gleich mal ab. Das war Hähnchen, schönes Portion Hähnchen. Dann, so wie wir jetzt sowieso schon immer die Schweinerückenteile hatten, die bleiben dann auch drauf. Und dann können wir das Rind vielleicht ein bisschen dicker machen, damit wir es schön saftig dann haben. Weil ich glaube, wenn wir da mit 500 Gramm Fleisch da sind, plus Beilage und wenn wir Reis dazu packen, dann hast du, gut, das ist ein super Mal, aber danach bist du mega satt, glaube ich. Also das sind jetzt wie immer 180 Gramm. Und das Hähnchen? Na gut, das ist jetzt bei 160 Gramm. 340 plus ein schönes Stückchen Rind. Ich würde auch die 200 geben, weil wir das anbraten, wir wollen es auch saftig haben. Je dünner und je kleiner es ist, desto schneller ist es im Ton. Guck mal. Weil das ist ja schon riesig. 196. Das Grillen von 3 verschiedenen Fleischsorten, wo hier die Garpunkte auch jeweils anders sind, das ist eine Timing-Sache. Und wenn man jetzt überlegt, man macht ja nicht nur den Grillteller, sondern man hat alle anderen Sachen, die man auch gleichzeitig kochen und grillen muss, das ist eine Herausforderung. Aber dafür braucht man auch das perfekte Team, was wir haben. Die Geschmacksprobe soll Gewissheit bringen. Darf der Grillteller wieder auf die Speisekarte? Oder fällt er bei Chef Henning durch? Ich finde es vom Aussehen schön und das Fleisch ist lecker und die Soße ist mega. Ich dachte eher, das wäre noch nicht so ganz durch. Das ist richtig gut durch. Deshalb, das passt. Und dann gehen wir jetzt jeden einzelnen Posten durch, jedes Menü, was wir noch zusätzlich machen, einmal durch und schauen, dass das dann so umsetzbar ist von den anderen. Perfekto, cool. Ja, danke dir, Pascal.
Und das esse ich jetzt in Ruhe alleine weiter. Der Grillteller kommt wieder auf die Karte. Und zwar ab heute. Auch im Restaurant geht's heiß her. Der Grillteller und die anderen neuen Gerichte sollen an den Gast gebracht werden. So, Satwan, kannst du mir großen Gefallen tun noch? Wir brauchen noch schnell Bilder für die To-Go-Karte nochmal. Kannst du mir einmal den Grillteller dann nochmal machen? Dass ich davon auch nochmal Fotos mache. Ja, okay. Und, aber von der Verlegung her schön dezent und schön von dem Raumzeugs da so drauf, schnickimicki, damit es cool aussieht. Dann. Super, danke dir. Du sagst mir dann Bescheid, ich muss nämlich schnell wieder nach vorne, ja? Danke dir. Uns fehlen nämlich noch zwei Bilder, einmal für die To-Go-Karte und einmal für die Internetseite. Da wollen wir den großen Grillteller wollen wir einfach ein bisschen publiker wieder machen, weil das so ein langer Wunsch wieder von Chakan war. Und das wollen wir dementsprechend einmal in die Karte dann als Bild mit einfügen. Die Neuerungen bedeuten Stress. Die Karte ist auf den letzten Drücker fertig geworden. So, jetzt muss ich nur noch die letzten Karten fertig machen, weil wir brauchen vorne mehr Karten. Im laufenden Betrieb alles neu zu machen, ist Hölle, weil es halt sehr viel Nachtarbeit beansprucht. Tagsüber kann man sich nicht hinsetzen und durchgehen und planen und rechnen und auch die Marktpreise einfach mal zu vergleichen. Und das macht man dann eben nachts und somit ist man dann von abends 11 Uhr bis morgens 4, 5 Uhr dann am Arbeiten und nur um eine neue Karte dann zusammenzustellen. Und das mindestens ein, zwei Wochen, womit man voll beschäftigt ist dann. Gut, dass Henning Unterstützung hat, die niemals müde wird. Und es ist auch schön. Der Roboter. Ja, die warten dann auch, bis der andere dann kommt. Der Grillteller soll das neue Highlight und damit das Aushängeschild von Hennings Restaurant werden. Den Grillteller wollten wir jetzt einfach wieder, weil gerade auch über Facebook viele sich dann freuen, zu sehen, was es Neues gibt. Und da der Grillteller nun mal am meisten nachgefragt war, haben wir gesagt, ab auf Facebook damit. Und dann wissen sie alle, jetzt ist er da. Henning hat in letzter Zeit einiges modernisiert. Seit kurzem entlasten Service-Roboter das Personal und sind auch für die Gäste eine kleine Attraktion. So, mein Lieber. Dann einmal die Mini-Portion. Mini? Das sieht schon mal lecker aus. Die neuen Gerichte sollen die Kundenbindung stärken. Denn Stammgäste sind wichtig für das Restaurant.